Jetzt wollte ich meinen Kohlsuppen-Diättag 4 abdrehen. Es ist jetzt gleich 6:30 und deshalb ist es ein wenig dunkel. Irgendwie ging die Zeit heute wahnsinnig schnell um und ja. Ja, mein Volkshoch und Kurs fällt heute leider aus, deshalb bin ich auch noch hier. Ansonsten wäre ich ja jetzt schon auf dem Weg, oder wäre ich jetzt schon in der Volkshochschule, aber fällt diese Woche aus und nächste Woche bin ich ja dann nicht da und ja, dann habe ich jetzt wieder 2 Wochen Pause, aber kann man ja nicht ändern. Aber naja, das soll ich jetzt gar nicht so eine Sache tun, sondern wie war heute der Tag? Also es war eigentlich wie immer, ich bin mal wieder nicht aus dem Bett gekommen und ja, wie es halt in letzter Zeit immer so ist und ja, dann habe ich halt, bis jetzt habe ich 2 Teller Suppe gegessen, getrunken habe ich heute noch nicht so viel, einen halben Liter Zucker und halt meine Tasse Cappuccino und ich konnte dann heute früh doch nicht mehr aushalten und habe mich halt doch mal auf die Waage gestellt und bis jetzt ist 1 Kilo weg. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber die Diät verspricht ja eine Woche 7 Kilo und da müssten ja am Tag 4 eigentlich schon 3 Kilo oder so weg sein. Circa 3 Kilo oder so. Ja gut, ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig dran gehalten. Und eigentlich vier Tage und 1 Kilo ist eigentlich ja auch schon was. Von daher freue ich mich dann doch schon. Ich habe auch gerade noch mal in mein Buch geguckt von damals, wo ich diese Diät-Tage mit diesen Diät-Trinks gemacht habe. Und da war das so, eine ganze Weile stand, also dass 2 Wochen sich überhaupt nichts an Gewicht getan hat. Dann ging es mal 1 Kilo runter. Dann stand das wieder so circa 2 Wochen. Dann ging es wieder 1 Kilo hoch. Dann ist interessant, eine Woche später hatte ich dann 1 Kilo weniger. Eine weitere Woche später hatte ich wieder 1 Kilo weniger und dann hat es wieder 2 Wochen gestanden. Ja, und dann ging es eigentlich im Wechsel immer so weiter. Also kann man sagen, im Schnitt habe ich mit den Diät-Trinks 1 Kilo in der Woche verloren. Weil ich hatte ja diese Diät-Trinks, es ist ja auch bei jedem ein bisschen anders, besteht bei jedem Diät-Trinks ein bisschen andere Formel drauf. Ich hatte es ja dann so gemacht, dass ich glaube ich, ich hatte so einen Diätplan, wo ich 3 Wochen nur die Shake eigentlich trinken wollte. Oder eine Woche, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 2 Wochen oder eine Woche. Nur die Diät-Trinks, dann glaube ich 2 Wochen Mittagessen und nur noch 2 Shakes trinken. Aber ich weiß es nicht mehr so genau, ich habe es ja dann auch abgebrochen, weil ja Merle dazwischen kam und weil es mir nicht schnell genug ging. Und ja, im Schnitt ging es ja schon ganz schön langsam. Dafür, dass ich am Anfang nur die Trinks getrunken habe und dass dann eine ganze Weile Stillstand war. Also eigentlich erwartet man ja, dass man am Anfang schnell abnimmt und dann geht es ja in der Regel, geht es ja dann langsamer, aber bei mir war das irgendwie ziemlich frustrierend, weil wenn du 2 Wochen oder länger nur diese Trinks trinkst und merkst dann überhaupt keinen Erfolg oder so, dann bist du halt dann auch frustriert. Von daher
finde ich jetzt das mit der Kohlensuppendiät ein bisschen besser. Erstens mehr ist wesentlich satter. Also die trinkt, die haben vielleicht am Anfang, nachdem du die getrunken hast, haben die halt satt gemacht und dann hast du aber relativ schnell wieder Hunger gekriegt und ja, dann nur trinken bis zum nächsten, bis du dann die nächsten Drinks trinken kannst. Also es gibt ja unterschiedliche Pläne mit den Drinks. Vielleicht habe ich auch nur den falschen Diätplan mit den Drinks gehabt, weil viele sind davon ja begeistert, dass sie in wenig Zeitaufwand eigentlich sehr schnell abnehmen und das war ja bei mir gar nichts. Erst hat sich gar nichts getan an Gewicht und dann war Stillstand und dann ging es mal wochenweise ein Kilo runter, was man ja sagt, ein Kilo in der Woche ist eigentlich auch realistisch. Ja, aber ich wollte ja schnell abnehmen. Ja, und jetzt finde ich eigentlich ein Kilo für 4 Tage finde ich eigentlich ganz okay. Nur die Diät verspricht ja eigentlich eine Woche 7 Kilo und wenn jetzt ein Wunder geschieht und ich jetzt noch die nächsten 5 Tage schnell abnehme, dann weiß ich nicht. Also, naja, rein theoretisch, wenn das jetzt so bleibt mit dem Abnehmen, dann müsste ich noch 1 Kilo verlieren. Und dann bin ich ja bald im Krankenhaus und dann werde ich ja erstmal Pause machen. Und nach dem Krankenhaus ist ja bald wieder Ostern. Naja, gut, eine Woche ist dann noch knapp hin, da könnte ich ja da weitermachen. Also so bin ich mit der Kohlensuppendiät, wie gesagt, zufrieden. Ich habe nicht so einen Hunger. Das Einzige, was halt immer noch jetzt heute war, dass ich dachte, oh, jetzt ein Schokoladenriegel, das wäre toll. Ja, aber ich denke mal, das ist einfach nur, entweder bin ich wirklich schon süchtig nach Schokolade oder keine Ahnung. Weil eigentlich dachte ich vorhin, oh, jetzt ein Riegel, jetzt einen schönen Riegel essen, das wäre doch. Aber naja, ich konnte mich dann zusammenreißen. Ja, ansonsten, wie gesagt, bis jetzt habe ich 2 Teller Suppe gegessen und heute dürfte ich eigentlich so viel Gemüse, rohes Gemüse essen, wie ich möchte. Aber vor allem grünes Gemüse. Aber ich habe nur noch Möhren da, also von der Suppe, das ist übrig geblieben, von der Suppe die Möhren. Jetzt habe ich auch meinen ganzen Kopf endlich weggekocht. Ein Teil von der Suppe ist ja eingefroren. Und einen anderen Teil der Suppe werde ich in den Kühlschrank stellen. Und dann hoffen, dass ich noch bis Sonntag leer kriege. Ansonsten wird halt eingefroren. Morgen wird ja nochmal eingekauft. Ich überlege, ob ich mir da nochmal einen Salatkopf, also Weißkohl mitbringen lasse. Weil eigentlich müsste der sich ja die 4 Tage halten, wo ich im Krankenhaus bin. Beziehungsweise könnte ja die Suppe vorkochen und halt dann einfrieren. Nur leider ist mein Kühlschrank immer noch nicht da. Das heißt, ich habe immer noch nur dieses kleine Gefrierfach. Und das ist natürlich dumm. Da kannst du nicht so viel reintun. Naja, aber ansonsten, wie gesagt, 1 Kilo ist weg. Großartig hungrig bin ich eigentlich nicht. Außer wie gesagt, dass mir die ganze Zeit im Kopf rumschwört. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Aber ja. Ja, das habe ich öfters. Und wenn ich das habe, ziehe ich eigentlich los und kaufe Schokolade. Ja, wenn ich nicht noch welche da habe. Aber da, jetzt will ich mal ganz eisern sein. Und ja. Ach ja, und dann wollte ich noch erzählen. Gestern, das war natürlich wieder mein Verhängnis, die Töpfergruppe. Ich hab's geahnt. Und zwar hat einer von meinen Leuten hat Pralinen mitgebracht und ja, ich habe zwar noch gesagt, ich mache eine Diät, aber ich konnte dann doch nicht Nein sagen. Ich habe, glaube ich, 4 Pralinen oder 5 gegessen. Ja, aber trotzdem habe ich 1 Kilo weg.
obwohl ich eine Tasse Cappuccino trinke am Tag, die ja nicht zu dir gehört. Und obwohl ich gestern die 5 Pralinen oder so gegessen habe, trotzdem, ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, gestern habe ich ja 4 Teller Suppe gegessen und dann gestern durfte ich ja laut dem Plan, durfte ich noch die 3 Bananen mit mager Milch trinken, also mit fettarmer Milch. Das hat eigentlich ganz gut geschmeckt, obwohl ich das ein bisschen ungewöhnlich fand, die Bananen in Milch, weil das ist eigentlich nicht so meins. Ich hätte die Bananen auch lieber so gegessen, aber in meinem Diätplan stand leider nicht, wie viel Milch ich darf. Und deshalb habe ich das dann einfach, die Bananen halt klein geschnitten und dann eben, ja, mir dann die Milch darüber gekippt. Und es wird schon nicht so viel gewesen sein. Ja, die Bananen sollen irgendwie für, ich weiß gar nicht mehr für was sein. Auf jeden Fall sollen sie auch den Hunger nach Füßen halt senken. Ja, was ich ja bis jetzt immer eigentlich gut fand. Ja. Aber heute darf ich ja nur grünes Gemüse. Ich weiß gar nicht, was ich morgen darf. Ich habe aber nur mitgekriegt, umso weiter sich die Diät zum Ende neigt, umso mehr darf ich dann wieder. Ich glaube, am Ende darf ich dann 500 Gramm Hühnchen oder so Pute. Und dann, ich glaube, am vorletzten Tag dürfte ich dann Obst so viel essen, wie ich möchte. Wahrscheinlich, dass ich da Magen wieder an andere Nahrung gewöhnt, weil, ja. Ach ja, und wenn man dann die Kohlsuppendiät weiterführen will, soll man aber mindestens 7 Tage Pause lassen. Das heißt, wenn ich 4 Tage im Krankenhaus bin, müsste ich eigentlich dann noch warten, bis ich die Diät weiterführe. Aber vielleicht mache ich trotzdem gleich nach dem Krankenhaus weiter. Mit einem anderen Plan. Der Plan gefällt mir, es war ganz gut. Bis auf den Müsli-Tag und bis auf den heutigen Tag, wo ich nur rohes Gemüse zu der Suppe essen dürfte. Also, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Plan, der mir besser zusagt. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden und ja, wie gesagt, 1 Kilo ist weg und ja. Gesündigt habe ich leider auch. Aber ja. Gut, wenn das immer in den Tempo so weitergehen würde, bräuchte ich war noch eine ganze Weile. Und ob ich dann die ganze Zeit nur Kohlsuppe essen will, muss man dann mal schauen. Aber wie gesagt, im Moment geht es ja jetzt nur um 9 Tage und was nach dem Krankenhaus ist, kann ich ja dann sehen. Nur über Ostern, wenn ich da weiter Diät machen will, das wird nicht ganz so einfach. Zumal ich eigentlich auch Ostern nach Hamburg wollte, wo ich ja immer noch nicht weiß, ob das klappt. Naja, ich werde nach meinem Krankenhaus werde ich nochmal fragen, ob das nun klappt. Weil ich habe vorhin gesehen, wenn ich aus dem Krankenhaus komme, das ist der 4. Voraussichtlich, wenn sich irgendwas ergibt, warum ich länger bleiben muss, von dem ich mal nicht ausgehe. Da müsste ich ja dann schon ein wenig mal den Zug anmelden, wenn ich dann wieder vom Krankenhaus da bin. Weil so lange ist es ja dann nicht mehr und ich muss das ja auch ein bisschen planen. Ja, aber wie gesagt, bis jetzt brauche ich ja da noch nicht die fertig voll zu machen. Und ja. Also es wäre schon so mein Wunsch, dass ich, ja, bis Sommer oder so wieder mein Idealgewicht habe. Aber wollen wir mal gucken. Wir dann alles noch überlegen, wenn die Diät vorbei ist. Jo, und da will ich mal Schluss machen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Und ja, bis dann.